Jo, hallo Freunde. Ja, es gibt mal wieder ein Bastelvideo, ein Einbauvideo. Und zwar, ja, beim Clever Celebration ist es so, beziehungsweise bei uns war es so, und mich nervt das richtig, dass irgendwann der Wasserdruck nachgelassen hat, beziehungsweise auch beim Duschen kommen der Wasserdruck da war. Und da habe ich eine kleine Idee gehabt, die eigentlich zu dem Video auch führt, weil ich mit dieser kleinen Idee, die ich hatte, ganz viele Sachen wieder geändert habe. Und zwar, ja, neue Wasserhähne verbaut, Mischbatterien verbaut, die alten raus. Leider kriegt man halt nur so ein Plastikzeug. Man kriegt für diese Tauchpumpengeschichte, die wir haben, kriegst du nur halt so Plastikgedöns. Wenn du natürlich so ein Druckwassersystem hast, kannst du natürlich eine Hausmischbatterie nehmen, wie du zu Hause auch hast. Das ist natürlich wesentlich besser. Aber gut, haben wir nicht. Haben wir Plastik gekauft, wie immer, aber matt schwarz, sieht ganz gut aus. Gleichzeitig noch eine Außendusche verbaut, wo früher unser Klo war. Hat man ja noch einen Anschluss mit Wasser. Da habe ich jetzt eine Außendusche verbaut, das seht ihr. Und wir haben ein neues Abwasserventil verbaut, ein Kugelventil, weil diese Bückerei über der Entsorgungsstation ging gar nicht mehr. Wie gesagt, das gibt es im Video, wird relativ kurz. Ich filme nicht alles, nur so ein paar Frequenzen immer. Und dann sage ich mal, gerne einen Daumen oben lassen, gerne ein Abo da lassen, freuen wir uns drüber. Und dann geht es jetzt direkt los. Okay, Freunde, dann fange ich jetzt einfach erstmal an, euch die Sachen zu zeigen, die ich jetzt einbauen werde. So, naja, hier ist nochmal so ein Leerrohr, Leerschlauch. Das brauche ich dann für außen, fürs Auto. So, fangen wir mal hier an. Das ist die neue Mischbatterie. Matt-schwarz für die Küche. Leider alles aus Plastik. Ne, man kriegt tatsächlich für, also ich habe jetzt nichts gefunden, für Tauchwasserpumpen. Die Tauchpumpen kriegt man keine ordentliche Armatur irgendwie aus Edelstahl, aus Metall, wie auch immer. Bei dieser Druckgeschichte, also wenn man so ein Drucksystem hat, kriegt man die wohl. Da kann man auch die von zu Hause ganz normal nehmen. Ne? Naja, egal. Das ist die neue Mischbatterie fürs Bad auch. Matt schwarz mit Dusche. Die kommt da rein. Dann haben wir hier die Anschlussdose. Die Anschlussdose für die Außendusche. Da habe ich schon ein bisschen was vorgerichtet, einen Rahmen gebaut, alles, wo ich die nachher nur noch reinsetzen brauche. Den Deckel habe ich abgemacht. Warum? Das zeige ich euch später. So, dann habe ich hier die Brause für die Außendusche mit Drücker und der Anschluss, der dann zum Schluss drauf kommt. Dann habe ich einen Meter neuen Schlauch, Frischwasserschlauch, für den Anschluss für die Außensteckdose. Ich brauche nur einen, weil einer liegt schon unten, wo früher halt die Toilette angeschlossen war. Den kann ich ja mitnutzen. Dann, ja, diverses Kleinzeug, Schlauchschellen und ein paar Adapter für die Kabel, alles drum und dran, beziehungsweise Anschlussklemmen für die Kabel. Dann verschiedene Kabel. Das ist einmal dreipolig. Das sind, glaube ich, wie viel Quadrat waren das gewesen? Schütz drauf? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ausreichend für das Kugelventil draußen. Und hier habe ich nochmal ein zweipoliges. Das sind 0,75 Quadrat. Das sind 10 Meter, den brauche ich niemals, aber das ist dann für die Batterie, für die Außendusche. Muss ich ja noch ein Kabel legen, weil die ja auch die Pumpen ansteuern muss. Ja, hier habe ich noch Schalter, Kippschalter, so, mehrere, ich brauche nur einen. Und zwar brauche ich den dann fürs Kugelventil. So sieht's aus.
Das Ablassventil elektronisch fürs Grauwasser. Da sieht man ja ganz, ganz dünnes Kabel und dementsprechend habe ich auch dünnes Kabel geholt. Wie gesagt, das sind drei Pole, deswegen habe ich dreipoliges Kabel geholt. Vorne kommt der Schalter und dann passt das. So, das war's erstmal mit dem Material, was ich habe. Jetzt fange ich erstmal mit der Küche an. In der Küche geht's los. Da werde ich jetzt so die Mischbatterie ausbauen und die neue einbauen, weil Küche ist dann relativ unkompliziert, sag ich mal. Ne? Jo, dann fangen wir mal an. So, den Kumpel bauen wir jetzt raus. Der ist noch nicht mal so alt, das ist nicht der Originale. Den haben wir auch schon gewechselt vor ein oder zwei Jahren. Weil bei den ersten, bei den Originalen, war der Mikroschalter kaputt. So, was mich hier nervt, du kannst ihn zwar hoch und runter machen. Das war's aber, mehr kannst du nicht machen, nur hoch und runter. Und der ist mir zu weit drüben. Ich kriege ihn aber nicht weiter rum, weil dann stört er mich hinten schon. Ne? Also ich muss es nochmal so lassen und mich stört. Und der hat auch keine richtige, vernünftige Brause. Okay, Wasser ist gerade nicht drin. Das ist alles nichts und es gefällt mir einfach nicht. Und da kommt jetzt, der kommt dahin. Den kann man rechts, links bewegen, hoch, runter machen und hier oben, das kann man auch nochmal, zeige ich euch mal eben, Achtung, da kann man es sehen, den kann man hier auch nochmal separat, da, jetzt sieht man es, bewegen, von daher, ja, aber wie gesagt, alles Plastik, aber mich stört halt auch dieses Edelstahl oder was das auch immer ist, das läuft immer an, das wird, das sieht so dreckig und so aus, und das hoffe ich hat man beim Schwarzen dann nicht mehr, aber wie gesagt, der kommt jetzt erstmal raus. Ja, und da wir ja damals hier diese Verblendung weggenommen haben und diesen Schubladen hingebaut haben, quasi, für Gewürze, ist es für mich jetzt eigentlich relativ einfach, den Hahn, vielleicht sieht man es da hinten, abzuschrauben. So. Okay, den ganzen Anschluss habe ich jetzt nicht gefilmt, aber wie man jetzt sieht, erkennt man ja, habe ich das nochmal dann ordentlich mit Schrumpfschlauch alles verbunden ordentlich, mit Steckverbindung, die dahinter sind. Dann habe ich das mit Gabelbinder nochmal ein bisschen fixiert und das sollte so passen. Wie gesagt, so einen Anschluss hat wahrscheinlich jeder schon gemacht, deswegen habe ich das jetzt auch nicht gefilmt. Und also, so sieht's aus. Wasser kommt, besser als vorher, finde ich. Ne, da kann man jetzt auch so ein bisschen bewegen hier in alle Richtungen, was halt vorher nicht ging. Warmwasser geht gerade nicht so wirklich, der Druck da, weil der Boiler relativ leer ist. Aber wie man sieht, es funktioniert. Ne? Besser als vorher. Ja, man kann ihn so zur Seite machen und fertig. Gut, das war der erste Teil. Ich bin ganz froh, dass ich damals diesen Schacht hier gebaut habe. Diesen Revisionsschacht. Tja, dann kommt man nämlich ganz einfach auch mal, oder relativ einfach, da oben an den Haaren ran, weil der fliegt jetzt raus, weil der kotzt mich richtig an. So, und dann geht es ja weiter, weil an die Kabel, die hier drin liegen, schließe ich dann die Außendusche an und die Schläuche, die ich hier drin liegen habe, die werden ja auch noch benutzt, zumindest einer von denen. Und zwar müsste das der Kaltwasserschlauch sein, der Warmwasserschlauch liegt hier hinten. Nachdem ich unsere Tedford rausgebaut habe, haben wir die Gläserne reingemacht und da hinten irgendwo von außen liegt immer noch der Schlauch für die Spülung, was mir ein bisschen spanisch vorkam. Keine Ahnung, warum das so ist. Die Toilettenspülung war im warmen Wasser angeschlossen. Weil da liegt ein Schlauch mit einem roten Strich. Und das heißt eigentlich warmes Wasser. Alter. So, der Hahn ist raus, die Mischbatterie. Vielleicht das eben noch mal ein bisschen sauber machen hier, die Ränder, und dann kommt die neue rein. Ich habe die ganze Geschichte jetzt mal sauber gemacht mit WD-40.
weil das hier hinten ist auch eine richtige Dreckecke. Da kommst du normal nicht mehr ran. Wenn der Hahn verbaut ist, die Mischbatterie, kommst du nicht mehr ran. Also. Erstmal hier alles durchs Loch friemeln. Also ich habe in Erinnerung, ich habe das ja früher zu Hause auch gehabt. Oder zu Hause kennt man das ja. Wenn man so eine Mischbatterie hat, wo man eine Dusche rausmachen kann, war hier immer ein Gewicht dran gewesen, damit die wieder reinzieht. Das hat man hier gar nicht. Ja, okay. Ist halt so. So. Okay, nach ein bisschen Fummelei habe ich zumindest geschafft, alles anzuschließen. Jetzt muss ich nur noch die Schraube unten festmachen. Okay. Gut. Haben wir das schon mal. Ne? Muss halt nur anschließen. Aber ich habe es extra weit nach rechts gemacht, weil der stört mich manchmal. Wenn ich ein bisschen Wasser drin habe, stört mich der Hahn. Und jetzt kann ich weit rechts machen. Ne? Wie man jetzt sieht. Und dann passt das. Und trotzdem geht er noch weit nach links. Das funktioniert noch ordentlich. Okay, so passt es. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Die Dusche passt hin. Ja, kannst du hoch, runter machen. Super geil. Also das habt ihr gar nicht gesehen, jetzt warte mal. So. Jetzt, also wie gesagt, hier ist die Kleberhalterung. Das passt. Hier ist die Dusche. Kannst du abmachen. Ordentlich. Und wieder ranhängen. Und dann kannst du hier ordentlich duschen. Jo, aber jetzt muss ich sie noch anschließen. Okay, Freunde. Jetzt habe ich die Schläuche jetzt verbunden hier unten. Mit der Mischbatterie. Mit dem Mischer. So, das war warmes Wasser. Nicht zu fest, alles Plastik. Das geht schnell kaputt. Da sieht man jetzt. Da habe ich alles festgemacht an der originalen Halterung. Mit einer Liste, mit einer Schlauch. Quatsch, mit einem Kabelbinder. Die Schläuche sind alle dicht, alles angeschlossen, Kabel ist angeschlossen. Ich lasse es ein bisschen locker, ich mache es nicht zu fest. Und das passt ganz gut. Und hier geht es noch ein Kabel lang. Das hier, ne? Das ist dann für die Außendusche. Das geht dann da rein, da lang. Und wird an die Außendusche angeschlossen. Das will ich erstmal hier reinlegen. Weil das mache ich nämlich morgen. Ja. Vorher kam nur so ein bisschen raus, ne? Ein bisschen Pützele. Und jetzt hast du einen ordentlichen Druck zum Duschen. Also das ist gut. Also für unsere Bedürfnisse muss ich sagen, wirklich schön. Aber ist den zwei Pumpen geschuldet, ne? Eine Pumpe wird nicht so viel bringen. Zwei Pumpen ist halt ein bisschen mehr Druck. So, ich versuche jetzt mit diesem Zugdraht, sag ich mal, ne, eine Durchführung zu finden. Es dürfte nicht allzu schwer sein. Ich habe ein gutes Gefühl. So, ich lasse euch mal jetzt hier, ne, weil, und zwar, seht ihr hier diesen Draht? Und wenn der sich gleich bewegt, wenn ich rausgehe, dann ist die Welt in Ordnung, würde ich sagen. Ne? So, Freunde, ihr habt es gesehen. Das Kabel bzw. der Draht für die Durchführung, der liegt jetzt. Jetzt wird es interessant. So, jetzt muss ich nämlich erstmal den Boiler hochheizen. Warum, zeige ich euch gleich. So, und zwar brauche ich ja quasi nur einen Wasserschlauch legen, weil ich habe ja hier noch den Anschluss. Und zwar hier.
von der Toilettenspülung, von der alten Tedford. So, und wie ihr seht, ist der Schlauch mit einem roten Strich versehen, das heißt, warm Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spülung mit warmem Wasser funktioniert oder funktioniert hat, wie auch immer. Das muss ich jetzt testen, weil wenn nämlich das wirklich warm Wasser sein sollte, dann brauche ich einen Kaltwasseranschluss, den ich mir vom Waschbecken weghole oder abzweige. Ist es aber doch Kaltwasser? Wenn es doch Kaltwasser ist, muss ich halt einen Warmwasseranschluss vom Waschbecken abzweigen. Wir haben hier beide Anschlüsse, ne? Kalt und warm Wasser. So, und von einem gehe ich weg. Einer liegt ja schon hinten oder unten draußen. Und von einem gehe ich weg. Ich muss jetzt nur wissen, ob Kaltwasser oder Warmwasser. Und dann hätte ich die Außendusche quasi schon angeschlossen. Strom haben wir ja hier. Den ziehe ich dann mit durch. Und dann passt das eigentlich. So, Freunde, jetzt testen wir das einfach mal, weil der Boiler ist lang genug angewiesen. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal an, ohne die Karre unter Wasser zu setzen. Ob da jetzt Warmwasser kommt oder Kaltwasser kommt, das interessiert mich jetzt echt. Doch, das ist warm. Ja. Okay. Jo, jetzt wird es immer wärmer. So, okay, gut zu wissen. Machen wir das wieder zu. Erstmal. Das heißt für mich, dass Warmwasser schon mal liegt. Und wir müssen jetzt nur einen Kaltwasseranschluss legen. Okay, weiter geht's. Also, Warmwasseranschluss haben wir. Das heißt, ich werde jetzt mit diesem Schlauch einen Abzweig machen. Den Y-Verteiler nehmen wir, den Schlauch nehmen wir, Schlauch klemmen. Dann geht der Schlauch schon mal raus zur Außendusche als Kaltwasser, weil Warmwasser haben wir ja schon da. So, ich werde jetzt da den Schlauch trennen, weil das die einzige, ich sag mal, Stelle ist, wo ich noch ganz gut rankomme. Und werde den Schlauch dann rausführen. Gut, der Kaltwasseranschluss, den habe ich jetzt hier abgezweigt. In der Hoffnung, dass alles dicht ist, aber das sollte auf jeden Fall dicht sein. Der Schlauch geht jetzt hier lang. Den habe ich jetzt da erstmal abgeklemmt. Der geht jetzt zusammen mit dem Kabel an den Durchziehdraht raus zur Außendusche. Gut, bis hierhin. Weiter kann ich nicht machen, weil das Wetter in Deutschland kotzt einen nur an. Vielleicht hört ihr es. Es ist einfach nur zum Kotzen, ehrlich. Es ist nur zum Kotzen. Ich hasse es. Ich hasse so ein Scheißwetter. Naja, ich sag mal bis morgen, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Okay, Freunde. Der nächste Tag ist angebrochen. Heute ist schöneres Wetter. Zumindest, naja, schöner jetzt auch nicht, aber zumindest regnet es nicht. Jetzt geht's draußen. Ich habe gestern gesehen, der Schlauch ist doch zu kurz, den ich habe. Jetzt habe ich einen Gartenschlauch noch genommen, einen neuwertigen. Den kann ich mitnehmen. Draußen für die Dusche reicht das, da dürfte nichts passieren. Hätte ich wahrscheinlich eher gleich so einen Schlauch nehmen können. Ich meine, man trinkt ja nicht das Wasser aus der Dusche oder sonst dergleichen. Von daher wäre das von vorne reingegangen. Naja, gehen wir mal gucken. Okay, Freunde, so sieht es jetzt aus. Die Kabel liegen schon hier. Der Schlauch ist ja schon angeschlossen hier oben. Das ist, ich glaube, Kaltwasser. Der kommt ja von hier und der andere ist ja noch hier. Den muss ich jetzt noch verlängern und dann passt es. Und dann kommt die ganze Geschichte, das habe ich schon mal gebaut, vorgebaut. Und zwar, vielleicht kann man es sehen. Ja, hier oben habe ich schon so einen Rahmen gebaut. Und da kommt es dann rein. Ne? Andersrum. So. So kommt das dann rein. Und da das nicht gepasst hat mit Deckel, muss ich den Deckel abmachen. Das war der Hintergrund daran. Gut, weiter geht's. So, jetzt habe ich die Sachen, die Kabel mit Kabelschuhe, mit Kabelklemmen und mit Schrumpfschlauch schon festgemacht. Dann passt das. Jo, die kommen jetzt hinten ran. Da.
Und bevor ich dann alles verschraube, probiere ich erstmal, ob es geht und ob es dicht ist. Gut, Freunde, jetzt probieren wir das mal. Übrigens, das ist der Duschhalter von Style, vom Timo. Coole Geschichte. Haben wir uns extra geholt. Kannst du auch Waschmittel ranhängen oder Handtücher, wie auch immer. So, jetzt probieren wir die ganze Sache mal, ob das funktioniert. Ne? So. Ja. Vielleicht mal aufdrehen, genau. Gut, jetzt ist wieder nicht so viel Druck da wie vorhin. Verstehe ich jetzt aber auch nicht. Gut, vielleicht die Leitung mittlerweile zu sehr. Ja, mal schauen. Gut, die Dusche geht erstmal. Aber ein Schlauch ist geknickt. Das mit dem Gartenschlauch, das wird nichts. Ich muss nochmal welchen bestellen, mir nochmal welchen kaufen von denen, den ich hier hatte. Dann kann ich das verlängern. Dann knickt der auch nicht und dann kommt ordentlich Wasser raus. Aber wie gesagt, erstmal lasse ich es so. Jetzt mache ich nur Papier rein, um zu gucken, ob es dicht bleibt. Nicht, dass wirklich irgendwo was rausläuft. Das wäre nicht so gut. Und jo. So, jetzt geht's weiter. Und zwar kommt dieser Hahn weg. Beziehungsweise der Hahn bleibt. Ne, der Hahn geht weg. Davor kommt die Pumpe. Das Kugelventil. Pumpe. Ja, das machen wir jetzt mal. So, jetzt habe ich das Ding da dran. So, jetzt ist das Kabel auf jeden Fall schon mal in das Wasser reinlegen. Dann habe ich es da einfach auch aus sich da durchführen, wenn es unter dem Auto ist. So, das ist durch. So, die Pumpe ist jetzt dran. Das Ventil. Wie man sieht, hinten habe ich noch meinen normalen Ablass. Das ist hier natürlich dann offen. So, jetzt hole ich mir das Leerrohr, das habe ich noch da, das wird hier direkt daneben verlegt. Wo das eine schon ist, da ist vom, ich glaube von dem Kompressor vorne, für das Luftfahrwerk, laufen die Kabel, habe ich da lang gelegt, genau. So, und dann gehe ich davor irgendwo, und oben gehe ich wieder rein, und da geht es dann weiter. Gut. Würde ich sagen, wenn das Kabel hier reingeht, gehen wir direkt hier. So, hier möchte ich jetzt reinkommen. Das heißt, jetzt muss ich die rausbauen, die Stufe. Zumindest die Abdeckung. Den, das Kugelventil. Erstmal anschließen, aber hier sieht man ja an den weißen Dingern da hinten. An den Kabelbindern. Es gibt bis davor das Kabel. Und da. Da geht's rein, das Kabel, genau. Ja, so sieht's aus. So, angeschlossen, funktioniert. Also ich bin hier direkt an die Batterie gegangen mit einer Sicherungsschalter, das ist eine Sicherung. Verbindungskabel rüber. Ah, genau, komm hier raus. Blub. Dann habe ich hier den Schalter, den baue ich jetzt natürlich gleich ein, aber der kommt hier unten rein. Nebensitz. Ja, und das Massenkabel ist nicht hier, das dünne reicht dazu. Das ist hier mit dran, an der Masse und fertig ist es. Jetzt muss ich alles wieder zusammenbauen. So, Freunde, und natürlich fängt es wieder pünktlich an zu regnen. Also, hier sitzt jetzt der Schalter. Hat man hoffentlich gehört. Jetzt ist er auf der Zweierstellung. Auf der Nullerstellung ist er halt so, wie er jetzt ist. Und auf der 1. So. Auch erledigt. Tja, und was soll ich sagen? Ich hoffe, man sieht das oder ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Ich habe nämlich... Kleinen Moment. So. Müsste eigentlich funktionieren. Ich habe nämlich aus einer Pumpe zwei Pumpen gemacht. So, ich denke, so sieht man es besser. Also, ich habe ja immer eine Ersatzpumpe dabei gehabt und habe mir immer, hab mir irgendwann gedacht, weißt du was? Noch einfach mal beide Pumpen anschließen mit einem Y-Adapter. Das heißt, ein Schlauch gegen die Pumpe, der andere Schlauch gegen die andere Pumpe. Das geht zum Y-Stück und geht dann raus zu die Hähne. Im Clever Celebration hatten wir das Problem, dass der Druck, das hat mir nicht mehr gefallen, nicht mal mehr zum Duschen, das war alles scheiße gewesen. Und jetzt passt es. Leider habe ich vergessen, vorher ein Video zu machen mit den alten Haaren.
Aber jetzt sieht man es tatsächlich, also ich finde, der Unterschied ist enorm. Im Gegensatz zu vorher, da kam so ein bisschen blub 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 raus. Ne? Und jetzt ist ein ordentlicher Druck dahinter. Aber nun denn, wie gesagt, mehr Druck, so macht die ganze Sache mehr Spaß. Und dann passt das schon. So Freunde, das war's wieder mit dem Video. Ich mache jetzt noch ein bisschen Dexter Clean. Reiniger für den Tank, für den Frischwassertank. Gegen Biofilm, gegen Algen, Bakterien. Einfach reingemischt und dann schauen wir mal, was das kann. Probiere es das erste Mal. Ich denke mal, der bringt was. Ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, Abo da lassen und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Das nächste Video könnte dann tatsächlich aus Albanien kommen oder zumindest von Albanien, weil da geht es nämlich in Urlaub diesmal. Also ihr Lieben, bleibt gesund, bis dann, tschüss.